meine Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Food Haul auf meinem Kanal. Wir waren einkaufen bei Tesco und haben irgendwas bei, ich meine, 22 Euro ausgegeben, beziehungsweise mein Mann. Er wurde quasi rausgescheucht. Die machen um 10 Uhr jetzt zu, statt 11 Uhr. Und deswegen war er da so ein bisschen gehetzt worden, deswegen hat er nicht alles mitgenommen. Deswegen, wir gehen morgen nochmal einkaufen beim Lidl. Und wenn dann noch was fehlt, gehen wir nochmal Tesco. Deswegen, das wird alles zusammen in einem Video. Dann habt ihr trotzdem euren XXL Food Haul. So, dann fange ich mal ganz schnell an mit der Gurke. Eine schöne Salatgurke. Dann haben wir hier Lauchzwiebeln. Dann haben wir einmal Eisbergsalat. Mozzarella. Und Cheddar, geriebenen Mozzarella und Cheddar-Käse. Dann haben wir einmal Karotten, mitgenommen Salami-Aufschnitt, dann Kochschinken-Aufschnitt, dann der leckere Saft für unsere Tochter, die mag den ja sehr, sehr gerne. Dann haben wir hier einmal Kaffeeweißer. Kaffeesahne-Ersatz haben wir hier fünfmal. Dann hat er einmal hier das leckere Pfefferminzeis mitgenommen. Lecker, lecker. Okay, Toffee und Vanille. Lecker, lecker, Hörnchen. Ja, das war jetzt schon Tesco. Und dann würde ich sagen, geht's morgen weiter. Aber erst hatten wir noch für 5 Minuten, ist das eine gute Ausbeute, oder? Hattest du noch 5 Minuten fünf Zeit? 5 Minuten hatte ich. Ja, kannst du erzählen. Kamera läuft. 5 Minuten hatte ich nur Zeit. Jede Minute haben sie gesagt, sie müssen raus. Und ich durfte noch nicht mal einen normalen Einkaufswagen nehmen, sondern nur so einen komischen Korb. Da war das mit Wasser tragen dann auch schwierig. Gut, den Rest habt ihr von der Liegen gehört. Ciao. Hast du gut gemacht, Thomas. Dann können wir das ja alles von der Liste streichen und morgen geht's dann weiter. Genau. Dann bis morgen. So, heute kommt der Teil 2 vom Lidl. Und wir haben ausgegeben 158 Euro. Genau. Wir haben auch Blumenerde und Pflanzen gekauft. Die zeige ich jetzt im Food Haul nicht, weil die stehen jetzt schon draußen. Und mein Mann packt die gerade vom Auto auf die Terrasse nach draußen. Die zeige ich euch dann in meinem Daily Vlog. Genau. Ich habe das erste Mal gesehen, diese Camembert, wie nennt man die? Ja, Camembert-Käse, was zum Backen ist für den Ofen. Ja, die haben mich angelacht, die habe ich dann direkt mitgenommen. Dann haben wir hier noch so Mozzarella-Sticks. Die habe ich da so auch noch nicht gesehen. Dann haben wir hier noch einmal Karamell, Doppelschokolade, Double-Karamell-Eis. Hier zweimal Chicken mitgenommen. Zweimal Minutensteaks mitgenommen, weil ich möchte gerne Schweineschnitzel gerne machen am Wochenende mit Pommes. Noch mitgenommen. Zweimal Rinderhackfleisch, 5% Fett. Auch zweimal Würstchen noch mitgenommen. Die Frankfurter, die schmecken uns sehr, sehr gut. Und die Penny mag auch die Würstchen. Hier einmal noch eine Tüte Brokkoli gefroren. Dann Pommes gefroren. Die muss ich auch ganz schnell gleich wegpacken. Ein Aufschnitt, zweimal Salami, unsere gute. Dann noch Putenaufschnitt. Dann einmal geriebenen Mozzarella-Käse, richtig lecker. Ah, dann habe ich hier einmal auch was Neues. Chicken-Spieße. Ich weiß gar nicht, ob man die im Ofen macht oder in der Pfanne. Muss ich dann lesen, sehe ich jetzt erstmal so nicht. Aber die haben wir auch noch nie gehabt, die wollte ich unbedingt mal probieren. Dann habe ich einmal unser leckeres Brot, Körnerbrot, mitgenommen. Das habe ich meine, 4-mal mitgenommen. Daneben lag auch so ein ähnliches. Da kenne ich mich jetzt noch nicht so aus mit. Aber soll mit Sesam und mit Honig sein. Das hat mich auch so angelacht und ab und zu mal was Neues, nicht? Einmal mitgenommen Hummus. Den möchte ich gerne mal probieren, so als Brotaufstrich, weil nämlich hier so in Irland, also zumindest beim Lidl und beim Tesco,
komme ich einfach nicht mit dem Aufschnitt klar. Entweder ist mega viel Fett drin oder Knorpel, ich weiß nicht. Ich finde es halt einfach eklig. Deswegen kann ich nur die Salami essen oder Käse. Und das wäre dann nochmal so eine Alternative, was man dann nochmal abends essen kann. Oder morgens halt. So, und dann haben wir hier noch 4 leckere Brötchen, auch mit Körnern. So, und dann haben wir hier einmal 3 Brezel noch. Haben wir hier einmal noch so Nudeln mitgenommen. Das sind, egal, auf jeden Fall so eine Art Bandnudeln. Genau, die sind richtig lecker. Dann haben wir hier natürlich, muss auch mit, unsere Frühstückskekse 2-mal mitgenommen. Dann haben wir hier noch. Ich habe hier einmal Kräuter-Baguette mitgenommen. Die sind schon so fertig in Scheiben geschnitten. Ja, halt normales Kräuter mit Knoblauch und so, Baguette. Das haben wir auch noch nicht gegessen. Auch mal probieren, das sind mal ein paar neue Sachen. Und ich war heute das erste Mal wieder richtig mit einkaufen. Davor war ich vor ein paar Tagen in dem Vlog, war ich ja mit kurz im Lidl drinne. Aber richtig Wocheneinkauf habe ich wirklich jetzt schon 12 Wochen nicht mehr gemacht. Mein Mann war immer einkaufen, hat es hier nach Hause gebracht und ich habe es dann halt verräumt und Futter gemacht. So, und jetzt habe ich hier einmal noch Brühetöpfchen von Knorr. Das ist Gemüsebrühe. Jo, jetzt geht's weiter. Wir haben hier 2-mal Tortellini. Sind richtig lecker. Dann haben wir eine laktosefreie Milch. Für mich. Für das Töchterlein. So, dann haben wir hier einmal irische Leitsahne. Dann haben wir hier 10 frische, schöne Eier. Diese Sorte habe ich auch noch nicht genommen. Und die wollte ich mal probieren, ne? Ab und zu mal wieder was Neues, oder? Ich bin müde. Du bist müde, das ist auch mein Foto. Ich kann auch sein, dass ich nicht gut schlafe, was sehr wahrscheinlich ist. Was denn? Kann sein, dass ich nicht genug schlafe. Du schläfst doch nicht. Schläfst auch nicht. Nee, du schläfst auch nicht. Okay. So, jetzt haben wir einmal Zucchini. 2 Stück. Dann haben wir hier schöne, wunderbare Bananen mitgenommen. Fürs Töchterlein auch. Einmal Margarine. Und ich habe noch eine Sache, mein Kind, da wirst du dich drüber freuen. Yeah. Ich habe hier so kleine Mozzarella-Kügelchen mitgenommen. Ich mag. So, dann haben wir hier 2-mal Lauch. 2-mal Lauch, so ganz kleine Stangen diesmal. Äpfel, Pink Lady Äpfel. 6 Stück. Dann nehme ich auch nicht die beiden raus, nur einen. Haben wir Kartoffeln. Davon 2. Wenn ich diese Woche 4 mit Kartoffeln machen werde. Ich mag keine. Oh nein, er hat meinen Käse zerstampft. Guckt euch das mal an. Du hast es nicht richtig gezeigt. Ja, aber der ist voll verbeult. Was soll ich denn einen verbeulten Käse? Den muss er heute dann essen. So. Da hat das alles so drauf gestampft. Egal, wir hatten auch keine Zeit, weil die machten dann schon zu. Wir hatten nur noch 5 Minuten. Da waren wir alles am Auto. Ich wusste. Die machen jetzt alle früher zu, die Supermärkte, ja. Alles. Ja. Das ist nichts mehr 11 Uhr und so. Ja. Dann haben wir 2-mal Paprika-Gewürz mitgenommen. So machen, denn wenn musst du so. Ja, dann zeig du es. Wenn du es besser gesehen hast. So ist es ja, ich sehe es. Fokus. Nicht. Ah. Fokus. Ja. So, dann haben wir so, hier einmal noch. ja. So. Das ist Chicken, ne? Ja. Ja. Chicken-Töpfchen von Knorr. Und machen wir jetzt noch ganz, ganz schnell die Non-Food-Sachen hinterher, ja? Dann haben wir zum einen 2-mal von diesem Rohrreiniger mitgenommen, weil ab und zu verstopft auch unsere Dusche leider. Ja, das ist nervig. Das kommt ständig, alle 2 Wochen, 2 Monate oder so. So, dann haben wir hier einmal Klopapier, das sind 10 Rollen, 3-lagig, genau, mit einem Delfin. Bitte, Penny. So, dann haben wir hier 4-mal Küchenrollen. Und dann, zu guter Letzt, haben wir noch WC-Reiniger. Und wir haben die Feuerblöcke vergessen. Ja, okay. Mein Papa war schon genervt, weil es so viele Sachen waren. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber 158 Euro ausgegeben. Plus noch gestern beim Lidl. Tesco. Heute war Lidl. Ist das gleiche? Genau, Tesco. Ist das gleiche. Gestern beim Tesco. Und da haben wir ausgegeben nochmal irgendwas bei 20 Euro. Ihr wart irgendwie eine Stunde wirklich weg. Ja, ich war da, das sind ja dann, wenn hochrechnen,
Eine Stunde, wirklich? 170 oder so insgesamt. Okay. Für einen Wocheneinkauf. Aber viele Blumen auch und Kram. Aber ihr wart wirklich eine Stunde weg und ja. Ihr wart so lange weg, dass ihr nicht was sorgen müsst. Okay, ich hoffe, euch hat der Food Haul gefallen. Und ihr lasst einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, schreibt einen netten Kommentar drunter. Und wir sehen uns, würde ich sagen, in meinem nächsten Video. Ciao!